Tornado Stream! Hallo und herzlich willkommen zu einem Tornado Stream. Wir spielen heute Resident Evil hier. Wie man gerade erkennen kann, werfen wir das Ding mal zur Seite, die Hülle. Erstmal zur Vorgeschichte. Eigentlich hatte ich vor, Resident Evil komplett zu streamen. So in, ich dachte mir erst ursprünglich 4-5 Videos, lange Videos, so richtig so eine Stunde. Oder anderthalb, je nachdem. Man muss ja das Spiel erstmal einmal durchspielen, um den Schwierigkeitsgrad Irrenhaus freizuschalten, weil das war nämlich meine Mission. Ich wollte nämlich richtig, richtig hart rangenommen werden. Aber dieser Schwierigkeitsgrad Irrenhaus oder Madhouse ist sowas von dermaßen, da ist die Daumenschraube aber richtig angedreht worden. Und da bin ich dann zu dem Schluss gekommen, also ich mag zwar schwere Spiele, ich gehe schon mal rein nebenbei, während ich quatsche, gehe ich schon mal rein, Spiel laden, weil ich habe nämlich was vorbereitet als Entschädigung. Ich will euch jetzt nämlich zeigen, wie man diese Mia besiegt auf Irrenhaus. Dazu bin ich vorher losgegangen, habe mir die Axt halt besorgt, die hat man so oder so. Ey. Und habe mir die Knarre besorgt, die man auch hat. Und habe erstmal vorher, bevor ich gegen die kämpfe, alles eingesammelt. Insgesamt 27 Schuss. Was ich auch gemacht habe, also was auffällt, die Sensitive, schneller geht nicht. Das ist das Schnellste. Wenn wir hier reingucken, Option. Steuerung, da bin ich schon auf maximal. Kamerabeschleunigung habe ich ausgemacht, weil das gibt den ganzen Gefühl, dass es schwammig ist und das finde ich total beschissen. Also von daher. So. Und zeige ich euch noch dann nachher, wie man den Typen in der Garage besiegt. Und das ist auch total heftig. Mein Name ist Jack! Weil. Idiot! So, hier kommt die Olle raus. Mia heißt sie, genau. Wir sind ja nur wegen Mia hier. Ich bin nämlich Ethan. Und jetzt besiegen wir die. Auf Irrenhaus. So, zurück. Mal sehen, ob das beim ersten Mal funktioniert. Komm, so runter. Komm her. Ja. Man sieht schon, die können auch teilweise schneller rennen. Es gibt's doch nicht. Das geht schon jetzt in die Hose, das sehe ich schon kommen. Nee. Sag euch, das ist beim ersten Mal gleich tot. Komm. Zweiter Treffer. Noch einer. Habe ich überhaupt was, um mich zu heilen? Ja. Oh. Das war die einzigste Möglichkeit, die ich hatte. Ich glaube, mehr habe ich gar nicht. Ey, scheiße, nicht mal nachgeladen. Schlecht, schlecht, schlecht. Ach so, ich muss nachladen. Rein hier. Komm her. Nochmal. Komm. Doch, ich verstehe das, aber du musst mal zu Boden gehen. Sag mal. Wie viel kannst du fressen? Komm, rennen. Raus hier. Schneller. Verdammt. Jetzt macht die Tür kaputt wahrscheinlich. Bleib, wo du bist. Na, jetzt hier. Mann. Nein! Gleich das erstmal umgehauen. Sag euch. Ein paar Mal gemacht, aber dennoch irre schwer. Neustart. Ja, das wird ein Krampf hier werden. Aber wir lassen uns nicht abhalten davon. Und ich sag euch, der zweite Typ da noch, dieser Alte hier, dieser Papa, der in der Garage. Mein Name ist Jack! Zum zweiten Mal! Idiot! Das ist auch nochmal so ein Ding. Und dann geht das ganze Spiel so weiter. Da dachte ich mir so, oh nee, ich will ja auch Spaß haben dabei. Herausforderung ist ja schön und gut, aber Irrenhaus hätte man auch so taufen können. Also statt Madhouse hätte man auch sagen können, unfair. Aber dennoch ist das Spiel geil, also keine Frage. Also das, ich hatte übelst Fetz dabei. Mann. Das schwer. Ja, ist ja gut. Muss das denn so barbarisch sein?
Eigentlich wollte ich euch zeigen, wie man die besiegt. Eigentlich sollte das ein knackiges 10-Minuten-Video werden, aber daraus ist wohl nichts geworden. Oder wird wohl nichts. Komm runter. Ich muss eigentlich fast die gesamte Munition hier in die Birne rammeln und dann auch noch mit der Axt drauf kloppen. Ich könnte... Komm, ja, Alter, lass. Überspring den Scheiß. Mensch. PS4 fängt wieder an zu jodeln. Und wir sitzen hier und freuen uns. Oh Gott, Alter. Mist, worauf habe ich mich hier eingelassen? Ich wollte hier eigentlich ein entspanntes Video drehen. Aber hier sieht man schon mal perfekt das Beispiel, warum man da die Motivation verliert. Ich hau dich mit der Axt tot, ey. Klopf dich um, ihr habt die Schnauze verliert. Hier wird ja. Du kannst mich am Arsch lecken. Hau dich um. Geht auch so nicht. Es geht auch so nicht. Ja, wir machen das jetzt. Wir werden jetzt hier nicht abbrechen oder so. Hier so Leatherface, Mann. Okay. Zusammenreißen. Wusa, ich krieg ihn. Ich werde ihn mir holen. Ich kann's nicht fassen. Ich kann's nicht fassen. Kann man das nur so machen? Ich meine, das macht ja Spaß, aber ich komme so schlecht voran. So. Jetzt werde ich hier den gesamten Skill rausholen. Also ich mache erstmal Folgendes. Ich mache die Türen selber kaputt. Geht nicht. Kann die Türen nicht kaputt machen. Ist ja schlecht. Oder? So. So, jetzt hier schnell wieder zurück. Ja, die haben voll gesessen. Ja, ja, das... Rein hier, los. Na komm durch die Tür. Ey. Bloß nicht verrückt machen lassen. Das Spiel, das will ja mich nur verrückt machen. Läuft gut. Der Lauf gut, läuft gut. Bis jetzt. Oh, die Kisten liegen in den Weg. Komm her. Wo bist du, Mia? Komm jetzt! Mist, jetzt hat sie mich erwischt. Komm jetzt! Ja! Da bleibt da unten! So, das war es dann aber wirklich, wa? Ey, wie viele Anläufe waren das jetzt? 6 oder 7? Okay. So, das war Mia. Ja? Und jetzt kommt gleich... Ah! Der Typ! Und mit denen machen wir jetzt auch weiter. Hat uns Opa direkt mal in die Fresse gekloppt. Jack, verdammt!
nochmal. Danke, meine Beißer brauche ich noch. So. Jetzt geht's weiter. Jetzt kommen wir zu Jack in der Garage. So, Spielladen. Das ist die zweite Situation. Ja, das ist dann, welche waren das nochmal? Jetzt muss ich selber überlegen nochmal. Ich würde sagen, die hier. Genau. Jetzt müssen wir erstmal wieder 100 Jahre warten. Prost. Mia haben wir jetzt mit auf Biegen und Brechen besiegt. Und jetzt werden wir uns Jack in der Garage vorknöpfen. Also es ist auch wieder so die langen Ladezeiten, oh. Oh, verdammt, was war denn das? Ich war das, du Idiot! Naja. Komm, hier schmeißen die schon Dinge nach mir. Hey, bleibt wo ihr seid. Nicht, dass mir ein Greenscreen hier runterfällt. So. Ich glaube, ja, hat funktioniert. Ja, wir haben hier auch die Mega-Knarre. Gucken wir, haben wir schon das Messer? Ja. So. Wir treffen ja, bevor der Kampf mit Jack kommt, treffen wir einen Polizeibeamten. Den treffen wir am Fenster. Der gibt uns dann das Messer und der sagt uns, komm zur Garage. So, bevor ich jetzt hier loslege, erkläre ich, wie wir Jack besiegen. Weil das Problem ist, wenn wir uns jetzt mit den anlegen und mit den kämpfen wie ein Verrückter, der wird uns einfach umlegen auf den Schwierigkeitsgrad Irrenhaus. So, ich zeig mal, was ich jetzt mache. Da hinten, sieht man jetzt schwer, da liegt ein Dietrich. Den müssen wir uns schnappen und während hier Jack den Beamten hier umlegt und zusammentritt, müssen wir zu so einer Kiste rennen, die ist ungefähr hier. Und in der Kiste befindet sich ein Autoschlüssel. Und dann müssen wir in die Karre und Jack umrasen. Und das werden wir jetzt machen. So, jetzt kommt erstmal hier... Hey, wir müssen hier raus, verdammt. Ja. Was erzählen Sie mir, was Sie hier draußen so spät alleine machen? Ja, ich suche meine Frau. Was ist mit Ihnen? Das ist mein Job. Haben Sie Ihren Job und antworten. Antworten Sie endlich. Sie würden mir nicht glauben, wenn ich Ihnen erzähle. Hey, das Tor! Stopp. So, jetzt rammt er den erstmal die Schippe hier rein. Wir gucken mal weg. Schon in die Richtung. So, Les. Renn. Schnappen uns den Dietrich. Rennen hier zur Kiste. Na komm, mach hinne. So. Da ist er schon mal. Mist. So, wegrennen, haben gar keine Chance. Auf Knarre. Wechseln schnell. So. Rum. Rinnen ins Auto. Ganz schnell. Schlüssel rin. Und Vollgas. Rasen wir ihn um. Das hat ja gut geklappt auf Anhieb. Will man jetzt gar nicht meinen, dass das Irrenhaus ist, war. Aber ohne geht's nicht. Man muss wirklich rüberrennen, den Dietrich sich nehmen, schnell die Kiste öffnen und rennen ins Auto so schnell wie es geht. So, wo ist er denn jetzt? Jackie, wo bist du? Na, dann nehmen wir nochmal Jas hier. Barbarisch. Ja, hier das Dach runtergerissen. Ja, schöne Karre, oder? Mann. Halt den Rand. Scheiße. Na, was jetzt? Wer das? Du und ich. Nee. Nein. Würde einziehen. Hat geklappt. Oh, raus aus der Karre. Ich sag mal so, das war ja jetzt entspannter als der Kampf gegen die Mia, den ich gerade hinter mir hatte. So muss das immer laufen eigentlich. So gucken. Knarre nachladen. Der kommt ja nochmal raus. Ist ja nicht, dass der jetzt da drin bleibt. Na komm her hier. Bring's hinter dich. Oh Junge, schau, was du angestellt hast.
Ja. Lass mich los! Elendiger Scheißkerl, du. Boah. So, jetzt liegt er da. Der kommt aber nochmal hoch. Das ist noch nicht fertig hier. So, komm. Noch ein bisschen Muni. Ach, noch eine Pistole, eine andere. Ja, aber nehmen die. Das ist ja die Superwaffe. Habe ich irgendwas? Nein, das ist. Der kommt nochmal hoch. Spätestens, wenn ich jetzt hier rangehe. Was denn jetzt? Wunderbares sehen. So, jetzt ist aber platt. So, das war Jack in der Garage. Auf Irrenhaus. Aber ich muss sagen, das ist extrem schwer. Aber wenn das zum Krampf wird, dann habe ich auch keinen Spaß dabei. Jetzt möchte ich euch nur noch mal zeigen, eine Sache. Ich weiß aber nicht, ob ich das nochmal schaffe. Und zwar, was der wirkliche Grund war, warum ich aufgehört habe, dann zu spielen. So, wir rennen rüber in die Lagerhalle. In die Lagerhalle. In den Eingangsbereich. In die Lagerhalle. So, rein da. Öffnen. Jack kam hier raus. Dann hatte ich mich schnell so, bin ich schnell weg. Oh, erstmal nochmal ans Telefon gehen. Bevor ich weiterrede. Wer ruft denn jetzt noch so spät an hier? Umweltbehörde. Okay, zur Situation. Der kam hier raus, ich habe mich versteckt. Und dachte so, yeah. Also, zur Sache, der ist unten im Haus, ja? Und jetzt komme ich hier um die Ecke. Ja. Und dann war er hier. Stand er direkt vor mir. Aber das geht doch gar nicht. Der Typ kommt da unten rein. Und ich bin gerade im selben Moment hier hochgegangen. Und dann hat der mich erwischt. Und dann habe ich mir so gesagt, oh nee. Aber ist auch egal. Trotzdem ist es ein geiles Spiel. Na, ich mache das jetzt anders. Das Schlusswort machen wir nochmal in der Garage. Dann werde ich mich jetzt an der Stelle von euch verabschieden. Ich dachte mir mal, wäre doch mal ganz cool. Machen wir wenigstens die ersten zwei Gegner hier, Mia und Jack. Und dann belassen wir es dabei. Denn das Resident Evil Kapitel ist jetzt, sag ich mal, was Irrenhaus angeht, für mich vorerst erstmal abgeschlossen. Aber dennoch ist es ein geiles Spiel, hat mega Spaß gemacht. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht's gut, euer Tornado. Ciao. Entschuldigung.